Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Tech-Kanal. Es geht weiter mit diesem Video hier. Und zwar habe ich das Lenovo 510S 13 in der 13,3 Zoll Variante mal jetzt gründlich testen können während der Zeit. Und ich habe ja auch noch ein Unboxing-Video dazu gemacht und ein paar Worte auch dazu gesagt. Aber ich wollte halt nochmal so ein neues Video machen, so ein Test und Fazit für euch, damit ich euch vielleicht bei der Kaufentscheidung auch noch mal helfen kann dazu. Und ich muss erstmal sagen, also bevor ich hier alles laber, muss ich erstmal sagen, oder ich sag's nicht, nee, ich mach's mal spannend. Ich wollte jetzt sagen, ob ich das gut fand oder ich wer weiterempfehlen kann und so weiter. Das kommt dann eher bei den letzten Schritten hier im Video. Ja, also schlichtes Design, darüber haben wir geredet und das Design ist wirklich gut, die ganzen Ausgänge etc. möchte ich jetzt nicht wieder darauf eingehen, weil ja ein Unboxing-Video schon dazu gab es und ich dort nochmal alles so präsentiert habe für euch. Ich möchte jetzt wirklich auf das Technische hier zugreifen, wie sich das Notebook so geschlagen hat, was habe ich damit gemacht und sowas halt, also die Schnelligkeit etc. Also öffnen, klar, ganz einfach hier so, und ich hatte es jetzt auch im Standby-Modus, aber beziehungsweise in Energiesparmodus, aber ich muss sagen, das Notebook lässt sich wirklich nur in 5 Sekunden hochfahren. Die SSD, was drin verbaut ist, ist wirklich sehr schnell und der Prozessor, über den Prozessor muss man jetzt auch nicht viel sagen. Es ist halt ein i7 Kaby-like der 7. Generation, das ist ein neuer Prozessor. Der i7 7500U, es ist 8 GB DDR4 Arbeitsspeicherverbot. DDR4 nochmal betont, das ist ja die neue Generation von den Arbeitsspeichern. Okay, es ist eine Onboard-Grafikkarte zwar drin, aber kein Problem. Da kann man wirklich arbeiten mit diesem Notebook, Office-Programm etc. Kein Problem. Und mit seiner, wie gesagt, 256 GB SSD schafft er auch so einiges. Also an Schnelligkeit auf jeden Fall, das macht sich klasse bemerkbar. Ich habe das Notebook hier verschlüsselt, also mit einem Passwort. Das möchte ich hier auch mal kurz hier angeben. Und das Ganze lässt sich auch so schnell auch irgendwie hochfahren danach, beziehungsweise einloggen. Hochfahren hat das Ganze ja schon. Und ihr seht meinen Desktop als erstes und das geht einfach super schnell. Ich bin auf jeden Fall mit dieser Schnelligkeit auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich benutze das Notebook für mein Studium. Ich studiere gerade Bauingenieurswesen und ich dachte mir, ich muss mir jetzt so einen Laptop auf jeden Fall anschaffen, weil ich damit solche Software brauche wie AutoCAD und Gebäudenzeichnungen, Grundrisszeichnungen und so weiter machen musste. Und ich war mir halt nicht so erstmal so ganz sicher, ob das funktioniert mit dieser Onboard-Grafikkarte, was da verbaut ist. Okay, ich wusste, der Prozessor ist gut, Arbeitsspeicher ist gut, aber das reicht ja manchmal nicht aus. Und ich dachte mir, ja, probier es einfach mal aus. Du hast ja bei Online-Käufen diese 14 Tage Widerrufsrecht. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und ihr seht auch hier oben bei mir, habe ich die Kamera zugedeckt. Warum ich das mache, keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht, wenn irgendwie so eine Linse auf mich guckt. Und ich wollte es einfach mal so machen. Und da hört man ja auch einige Dinge mit Hackerangriffen irgendwie und so weiter. Also ja, warum nicht? Kamera benutze ich nicht, dann kann man das auch auf jeden Fall zudecken. Ich habe es halt mit so einer Papierlösung gemacht. Da gibt es wahrscheinlich, also bestimmt auch irgendwo im Internet sowas zu kaufen. Aber braucht man alles nicht. Kann man auch so basteln. Ganz kurz, der Browser hier, also ich bin mit dem Internet verbunden, der Browser, wenn ich jetzt hier auf Chrome raufklicke, öffnet sich auch einfach schnell, also da braucht man wirklich nicht viel zu zeigen, ansonsten hier auf YouTube, wenn wir mal raufgehen, dann sind wir halt in unserem Kanal hier und ja, ihr seht es selber, das geht super schnell, das geht ruckzuck. Hier kann man auch Videos dann öffnen. Mein letztes Video von einem iPhone 7 zum Beispiel. Möchte vielleicht nochmal den Sound jetzt so zeigen, wie das sich so anklingt. Ich hoffe, das kommt gut rüber bei der Kamera. Wir sind Diamantschwarz in der 128 GB Variante. Zur Info, das Jet Black gibt es nur ab 128 GB, 32 GB Version davon gibt es nicht. Es gibt natürlich viele
zahlreich. Ja, ihr seht selber, also das läuft super, kein Problem. Der Sound ist wirklich gut, besser als erwartet. Also Audio bei Harman steht ja auch hier, der Hersteller, und auf jeden Fall super Sache. Hat mir auch super gefallen, das mit den Sound, obwohl ich das jetzt nicht so krass benutze. Ich habe ja einen Gaming-Rechner hier zu Hause, und wenn ich da was mache, dann eigentlich damit. Und hier ist wirklich nur fürs Studium, für Videos, ich sag schon Videos, für Schnitte, Zeichnungen, AutoCAD, und das läuft flüssig. AutoCAD, also wer sich auch überlegt, oh, soll ich das kaufen, soll ich es nicht kaufen, wird AutoCAD laufen oder ähnliche Programme, das läuft auf jeden Fall flüssig, kein Problem, macht euch keine Sorgen bei diesem Laptop, kein Problem. Lautstärke von dem Laptop, also wenn natürlich viele Prozesse geöffnet sind, sieht man ja im Testmanager, wenn dort viele Prozesse offen sind und der Prozessor zum Beispiel 50% belastet wird, dann hört man auf jeden Fall was. Aber jetzt in diesem Moment, wo ich das einfach so offen habe und nichts daran tue und vielleicht nur YouTube irgendwie kurz ein Video reinschaue oder im Internet surfe, einfach mal Facebook und so, und da muss ich sagen, hört man gar nichts. Außer wenn der Prozessor, wenn man jetzt lange ein Video schaut und lange schon drin sitzt, irgendwie dran sitzt, dann geht der ein oder andere Lüfter schon an am Laptop, aber so still ist es auf jeden Fall, wenn man da nur surft und die ersten Minuten, also ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber das wird wahrscheinlich bei den anderen auch so sein, wenn man das gleiche Modell kauft. Und das auch, das ist auch einfach ruhig. Und im Studium, wenn ihr da im Hörsaal oder so sitzt, man wird's, auch wenn der ein oder andere Lüfter da läuft, ihr werdet auf jeden Fall nichts hören. Also mit diesem Video als Student wollte ich auch mal irgendwie das wirklich, das diesen Notebook, weil ich weiß, dass viele Studenten irgendwie die Frage auf dem Kopf haben, na, welches Laptop, was ist jetzt für mich das Richtige, was will ich damit machen? Und das ist auch so ein Fazitvideo für andere User, nicht nur für Studenten, aber speziell jetzt auch für die ist das Video hier auf jeden Fall vielleicht hilfreich. Was habe ich da noch? Was wollte ich da noch sagen? Ja, Tastaturbeleuchtung läuft auch super. Also ich kann es vielleicht hier auch mal kurz zeigen. Ja, muss ich ein bisschen ganz kurz hier runternehmen, wenn das Licht hier mal ausgeht. Daran sieht man halt so ganz wenig hier. Also das kann ich jetzt nicht so ganz genau zeigen. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Stufen, die man hier einstellen kann. Man sieht es jetzt vielleicht so ganz wenig. Erste Stufe, höhere Stufe und komplett aus. Also da kann man auf jeden Fall mal selber irgendwie dann ein Gefühl davon bekommen. Aber die Tastaturbeleuchtung, da kann man wirklich nicht meckern. Also man sieht, wenn man im Dunkeln sitzt, dann sieht man wirklich sehr gut. Ist eine super Sache und kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Und wenn man das auch jetzt nicht immer braucht, in einem Uni ist ja alles überall eigentlich beleuchtet oder auch zu Hause. Naja, kann ja sein, Stromausfall, und ja, auf jeden Fall coole Sache, kann man mitnehmen, wenn man sowas anbietet. Was haben wir da noch? Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist wirklich sehr gut. Das ist jetzt voll geladen, also so gut wie voll. Und ich will das hier mal zeigen. Der zeigt 8 Stunden und 30 Minuten hier an. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so unbedingt noch sieht. Ja, also 8 Stunden und 30 Minuten verbleibend bei 92% Akkuladung. Ja, also wir machen jetzt auch nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Videos damit schneiden würde, wenn ich AutoCAD nutze, dann werden diese 8 Stunden vielleicht nicht mehr eingehalten, aber dass der, also der hält schon wirklich lange, muss ich sagen. Es gibt ja auch noch einen Stromsparmodus, was man hier aktivieren kann. Also man kann halt alles machen, um den Akku zu schonen. Und ihr seht auch, dass die Anzeige jetzt nicht unbedingt genau ist. Jetzt sind es 7 Stunden und 52 Minuten. Aber ich muss sagen, dass das Ganze halt mit vollem Akku auf jeden Fall mal 5 Stunden hält. Also 5 Stunden war jetzt so mein Test. 5 Stunden, wenn ich dort ganz normal gesurft habe und so weiter, dann hat er schon 5 Stunden gehalten. Auf die 7, also 7 Stunden habe ich noch nicht geschafft, aber
Ja, man hat da auch so einen praktischen Netzteil dabei, was auch nicht schwer ist, auch im Unboxing-Video zu sehen. Also auf jeden Fall coole Sache. Ich bin damit voll und ganz zufrieden. Es gibt natürlich auch die Frage bei vielen MacBook oder so ein Windows-Notebook. Ich habe mich halt fürs Windows-Notebook entschieden, aufgrund des, also wie gesagt, ich brauche halt AutoCAD. AutoCAD ist alles für mich jetzt im Studium, also technisch gesehen alles, so damit ich diese Gebäudeumrisse zeichnen kann, damit ich die ganzen Stockwerke da zeichnen kann, 3D-Modelle bilden kann, etc. Und dazu brauche ich halt sowas. AutoCAD, das muss einwandfrei laufen. Und dazu habe ich mich halt für Windows entschieden, weil dies bei Mac ein bisschen die Oberfläche ein bisschen anders war, und bei den Klausuren etc. Darf man ja die Rechner in den ganzen Schulen, Unis da benutzen, und ich weiß jetzt nicht, es kann auch anders bei manchen Unis sein, bei mir sind es zumindest Windows-Rechner, und dazu habe ich mich auch entschieden, ein Windows-Notebook zu kaufen. Ja, was kann da noch so laufen? Also Excel, PowerPoint, Word und so weiter, braucht man eigentlich nicht darüber zu reden, wenn schon solche Software wie AutoCAD läuft. Wird das auch ohne Probleme laufen, braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, ob das laufen wird oder nicht. Also auf jeden Fall klasse Sache. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz Dünne hier zu zeigen, hier oben an der Oberfläche. Top. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich bin 100 Pro damit zufrieden. Und was fällt mir da noch so ein? Das Video ist ein bisschen jetzt schon 12 Minuten sind wir schon angelangt, aber es ist halt wichtig, dass die Schritte sind einfach wichtig zu erzählen. Was vielleicht nochmal hier auf diese Tastaturfläche, das Pad, der Mauspad hier sozusagen, also was heißt Mauspad, die Maus mit so einem Pad, oder wie man das jetzt nennt, fällt mir jetzt nicht genau ein. Das ist halt eine relativ große Fläche. Also ihr seht ja auch die Breite vom Laptop und danach so eine Fläche. Da hat man wirklich genug Platz und Spielraum, ist alles da und ist auch wirklich fest. Also ich hatte auch Laptops mit solchen Pads, die so wackelig waren, aber hier ist wirklich alles fest, und diese zwei Knöpfe für den linken und rechte Maustaste ist auch da. Der Laptop hat auch ein integriertes Mikrofon für Webcam-Gespräche etc. Webcam ist drin, HD 720 Pixel Webcam vor allem. Ja, USB-Anschlüsse sind auch zahlreich da, also drei Anschlüsse, denke ich. Also sind es drei USB-Anschlüsse hier, und das reicht völlig aus. Sind auch 3.0 Anschlüsse da. Also alles, was man sich eigentlich halt wünscht. Okay, keine USB Type-C oder so, aber für diesen Preis ist das jetzt auch wirklich gerecht. Da ist ein Intel Core i7 Prozessor verbaut, und ich denke nicht, dass man es unbedingt noch so einen USB-C-Anschluss braucht. Und vor allem für Office-Anwender oder fürs Studium, da braucht man ja eigentlich so einen USB-Stick und einfach was rüberziehen. Und mit dieser SSD-Festplatte, was auch drin verbaut ist, geht das auch einwandfrei. Das Ganze läuft einwandfrei, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Die SSD ist wirklich eine schnelle SSD, auch wenn es keine M.2 SSD, was es jetzt auch heutzutage gibt. Ist eine normale 2,5 Zoll SSD, aber läuft auf jeden Fall flüssig. Und vielleicht noch mal zu zeigen, ja, warum zeige ich das einfach nicht, wie sich das Ganze auch so hochfährt. Ich schalte das Ganze hier mal aus. Und ob sich das Ganze ausgeschaltet hat oder nicht, kann man wirklich nur an der Tastaturbeleuchtung sehen. Ansonsten hört man wirklich nichts. Und das Ganze, ich stelle die Kamera jetzt mal ein bisschen wieder nach oben. Und wenn ich das Ganze hier mal jetzt hochfahre mit diesem Power-Button, dann seht ihr, wie lange das nur dauert. Es ist an. Knopfdruck, 2 Sekunden und es war an. Obwohl ich das Ganze heruntergefahren habe. Ihr habt selbst gesehen, ich habe auf Herunterfahren gedrückt. Knopfdruck, 2 Sekunden, super schnell an. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also ich hatte auch andere Laptops, ne? Aber hier wirklich, ich bin einfach nicht enttäuscht. Ich habe schon zwei, drei Laptops wirklich zurückgeschickt, getestet etc. Und der 13 Zoller ist wirklich gut.
Es ist schnell, es ist praktisch zu tragen mit diesen 1,5 Kilogramm, was der nur wiegt. Er passt auch in jede Tasche hier rein, jede Schultasche und so weiter. Ist auch kein Problem. Braucht man halt noch die nötige Tasche dazu. Da habe ich mir solch eine Lösung hier gefunden. Also, Moment, stell das mal wieder nach unten. Und genau, so eine Tasche habe ich da mir gekauft. Passt exakt rein. Die Oberfläche ist jetzt nicht so ganz weich, aber die Innenfläche dagegen wirklich sehr gut. Hier nochmal zu zeigen. Ja, die Innenfläche einfach nur top. Also solche Lösungen habe ich mir halt gesucht und gefunden. Ich zum Transportieren einfach kein Problem mit einer Schultasche. Es ist halt einfach leicht. Es gibt Notebooks, die wiegen 2,5, 3 Kilo. Das merkt man auch wirklich danach an den Schultern, aber bei diesen 1,5 Kilo, okay, das merkt man trotzdem auch, aber jetzt nicht so krass. Ja. Was habe ich da noch so bekommen? 13 Zoll oder 14 Zoll Notebook kaufen. Also das ist, ich muss sagen, das ist ein 13,3 Zoll. Und da fehlen ja auch nicht mehr viel zu 14 Zoll. Und deshalb wird es keine großen Unterschiede geben. Aber ich bin, wenn ihr mich fragt, dann reicht so ein 13 Zoller für meine Verhältnisse, für Studenten auf jeden Fall aus. Und was Größeres sollte man sich eigentlich nicht unbedingt kaufen, weil, wie gesagt, größer bedeutet, wenn man jetzt nicht 1.500 Euro oder so ausgeben will, gibt es natürlich auch für 1.500 leichte 15 Zoller und so weiter. Aber wenn wir in dieser Preiskategorie bleiben, dann sind es halt auch so ein 15 Zoller wiegt halt schon 2,5 Kilo. Und dann lieber so ein 13 Zoller ist halt leicht und praktisch, einfach praktisch für Studenten auf jeden Fall. Auch für Office-Anwender, für Arbeiter, für Büroarbeiter oder wenn man halt zur Reise geht, öfters verreist, es ist halt ein Top-Laptop wirklich. Also ich bin damit 100% zufrieden. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich hatte keine Probleme damit. Windows halt war auch vorinstalliert, aber wer will, kann halt sich halt noch so eine Clean-Installation reinziehen, damit man die Lenovo-Software nicht haben muss. Kann man alles runternehmen und wenn man es will. Aber ich habe es jetzt nicht mal so gemacht, einfach so direkt gestartet, benutzt, installiert und verwendet. Also alles super soweit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne wieder hier bei den Kommentaren einfach. Ja, also eine weitere Empfehlung von mir ist auf jeden Fall da. So, ja, mehr habe ich halt nicht zu zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme hier im Jontech-Kanal. Auf Wiedersehen.